Bam, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hero Zero auf Mittwoch auf meinem Kanal. Ja, ich sag's mal direkt, die nächste HeroCon, muss nicht sein, können wir überspringen. Es gibt zwei HeroCons. Ich habe heute ein bisschen so halt morgens überlegt, so als ich mit dem Hund draußen war. Welche HeroCons gefallen mir am allerwenigsten? Sondereinsätze, weil die Hardcore-Sondereinsätze halt nicht zählen. Ist auch okay, kann auch mittlerweile verstehen, warum. Und die zweite ist, die jetzt kommt. Und zwar Schurkenangriffe. Ich mag keine Schurkenangriffe, weil man da immer vorgegeben hat, so und so die Uhrzeit oder so und so ist das Glück, dass du überhaupt mal irgendeinen Schurken siehst. Aber ich denke mir, dass der Schurken-HeroCon jetzt kommt, weil ja eigentlich nächste Woche so mehr oder weniger, also beziehungsweise ab morgen, mehr oder weniger ja eigentlich hier diese Halloween-Sachen und sowas sind. Und ich glaube, wir werden noch Süßigkeiten und Kürbisse und sowas alles suchen, bekämpfen, gucken, hier, hi, hot, hi, hot, hu und sowas alles. Ja, ich denke mal, das wird darauf hinauslaufen, auf jeden Fall. Gucken wir mal. Brauchen wir nicht. Weg damit. So. Gut, dann haben wir das. Das blinkt wegen dem da oben, weil wir noch massig haben. Und wir haben nur noch 4 Tage. Ja. Läuft. Okay. Ich habe den Ton hier übrigens abgestellt und wieder angestellt. Und ich weiß nicht, Chrome mag mich heute wieder nicht. Es ist nicht der beste Browser, das weiß ich. Aber es ist der, wo das am flüssigsten läuft. Nicht fehlerfrei, aber am flüssigsten. Genauso wie bei Shakes and Fidget. Ich habe bei Firefox da Probleme mit Shakes and Fidget und Hero Zero. Ich weiß nicht warum. Ich habe da Einstellungen geguckt. Es ist theoretisch komplett zurückgesetzt. Da ist eigentlich nur, ich öffne die Seite und es läuft. Ich habe trotzdem Probleme. Ja. Und ich habe gemerkt, irgendwie kann es sein, dass ich ein Mikrofonproblem habe, denn ich habe das Gefühl, ich habe Störgeräusche mit drin, wenn ich quatsche und sowas. Was eigentlich ja nicht sein sollte, aber beim Rendern vorher höre ich sie. Nach dem Rendern höre ich sie an den gleichen Stellen nicht mehr. Es ist alles ganz schön kurios. Also irgendwas stimmt entweder mit dem Mikro nicht, entweder mit dem Renderprogramm oder Aufnahmeprogramm. Mein Stream Deck, wo ich immer drücke Aufnahme starten, Aufnahme Pause und Ende und all das. Ja, mal funktioniert es und mal nicht. Das ist wirklich, den einen Tag geht's, den anderen nicht. Es hat Strom, es zeigt mir alles an, aber es will sich nicht mit hier OBS halt verbinden. Es ist echt fies, ist das. Oh, wir haben ein neues Item gekriegt, was wir noch nicht kennen. Cool. Oh, noch mehr. Ist das ein Umhang des Portalwächters? Aha. Sieht ja interessant aus. Ja, gut. Das vertickern wir alles ganz schnell mal. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier auch ein Ausrufezeichen. Ach, toll. Noch mehr Motivationseinheiten. Weil wir ja so motiviert sind. Das immer zu machen. Nicht. So, ein Einer. Oh, ist ja schön. Den kriegen wir sehr schnell hin. Denke ich mal. Machen wir hier so, 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 so. Was haben wir hier noch? 6, 12. Ja, der hat dann wohl gewonnen, ne? Und ein Neuner. Das dürfte auch fast gewesen dann sein. Jetzt haben wir noch 10. Oh, yeah. Zack, wieder geschafft. Wieder was zum Verkaufen. Wir sind ja in der Verkaufs-HeroCon noch. Wir sind noch voll dabei, alles zu verticken, was geht. Gucken wir mal. Ja, yeah, wieder ein bisschen davon. So, jetzt müssen wir noch Wurfwaffe einsetzen. Das machen wir. Oh. Oder wir machen es nicht, weil ich habe schon die
Die Duelle habe ich auch bald geschafft. Versteckkämpfe, okay. Hey, zu dämlich. Ja gut, haben wir gut aufgepasst. Haben wir vorher gut durchgelesen, was wir machen sollten. Wir waren gut vorbereitet. Das lief reibungslos falsch. Also super. Gegner geht nicht. Gegner geht. Gegner geht nicht. Naja. Mal sehen, kriege ich jetzt den nächsten? Den werde ich auch nicht schaffen, ne? Ne. Super. Na gut. Versuch war es wert. So, starten wir das direkt. Okay. Wie gesagt, die nächste HeroCon ist auch eine, die ich nicht so sehr mag mit den Schurken. Leider. Aber mal gucken, wie viele Punkte ich hinkriege. Die HeroCon, die ihr gesehen hattet. Ich habe auch so zweimal geklickt. Mentale Ohrfeige gegeben. Sehr schön. Ich habe da noch die Sondereinsätze geschafft gehabt. Wir haben es noch in die Rangliste geschafft, tatsächlich. Und das war schon knapp. Also es war wirklich knapp an dem Abend, dass ich die Sondereinsätze noch geschafft habe, die normalen. Das war aber sehr gut. Das hat uns gut Punkte nochmal gebracht. So. Und ich habe vergessen anzugreifen. Ja, ich bin so verpeilt. Sterbende Helden? Hatten wir die nicht schon mal angegriffen? Könnte gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Versuchen wir es einfach mal. Just for fun, wir versuchen es. Ich hoffe, die anderen melden sich einfach mal. Also, bis gestern Abend. Ich habe jetzt mit Absicht noch nicht hier auf meine Punkte von der HeroCon geguckt. Das machen wir gleich. Und zwar gestern Abend war ich noch auf Platz 1 für die meistverkauften Sachen. Also mit den meisten Punkten. Und auch mein Team war Platz 1. Wir sind noch Platz 1. Sehr cool. Jetzt bin ich mal neugierig. Wohin uns die Reise führt. Wir sind hier auf Platz 4. Jojo. Da bin ich auf 12. Da komme ich. Ja, gut. Dauert noch ein bisschen. Gut. Liga-technisch. Ja, bin ich hier auf 9. Ist auch ganz nett. So, Wochenturnier. Bin ich auf 10. Oh. Das ist gut. Heiliger. Okay. Hier, das hier kickt mich. Forcer. 4.189 Fertigkeitspunkte. Ich würde mal sagen, Respekt. Und das hatte der innerhalb von 24 Stunden schon gehabt, wo das überhaupt neu gestartet ist. Also, wenn ich so gucke, so 153, das ist ja schon krass, ne? Ich habe hier gerade mal 64 und er hat mal über 4000. Aber gut, es ist noch ein junger Charakter, der kann noch sehr viele Heldentaten und alles noch parat hat, haben und so, ne? Solo gekommen. Ja, ich bin Platz 1 noch. Wuhu! Oh, wartet mal. Ich könnte die 5000 knacken. Und weit genug von den anderen weg. Das ist sehr, sehr gut. Das ist richtig geil. Ich will es nicht beschwören, aber ich glaube, es könnte passieren, dass wir tatsächlich sehr weit vorn mit dabei bleiben. Also beziehungsweise auf Platz 1 sind. Weiterhin. Warte mal. Nee. Das machen wir nicht auf. So. Das müsste eigentlich schon gereicht haben. Wartet. Auf 5000. Ich will das nämlich nicht zu weit bringen, denn das will ich ja das nächste Mal bei der Verkaufs-HeroCon wieder machen mit der Hardcore-Dingens-Sache. Ja! Ich habe die 5000 erreicht. Geil! Jetzt müsste er noch fast 700 nachlegen. Ich glaube aber nicht, dass er das macht, oder? Und dann habe ich das allererste Mal diese Kiste. Das allererste Mal. Das wäre so geil. Turnierende.
Ja. Morgen. Morgen Abend. Ja. Wartet mal. Sondereinsätze. Wie weit sind wir denn? Wie viel habe ich denn? 192. Und er hat 400 gemacht. Also müsste er eigentlich wahnsinnig. Machen die da ausschließlich die Punkte? Machen die gar nicht andere Sachen? Andere Sachen machen? Ja. Naja. Warte. Ist das dauerhaft? Dass jetzt sie gar nicht zurück, kann das sein? Steht nirgendwo was mit Ende oder so. Muss ich mal beobachten. Also 400 und dann ist Maximum, dann geht nicht mehr weiter oder was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, 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 nein. Ah, jetzt müssen wir nochmal hier ganz kurz gucken. Fünfte, okay, das reicht. Die anderen sind auch noch gut. So. Ich weiß längst nicht alles im Spiel. Nur zur Verteidigung. Ich weiß längst nicht alles. Versteckkämpfe können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Welche Aufgabe hatten wir noch? Duelle und Wurfwaffe. Wurfwaffe müssten wir ja noch ausgerüstet. Ja, haben wir noch ausgerüstet. Sehr schön. Und jetzt können wir hier einmal kämpfen. Hoffentlich verbrauchen wir. Moment, falsche Liste. Ups. 11 Wurfwaffengeschosse. Nur 11, bitte. Hat geklappt. Oh Gott sei Dank. So, Teamkämpfe gestartet und gewonnen. Das heißt morgen. Ich habe nämlich aus Versehen einen Tag vergessen, das zu starten. Dann haben wir auch schon ordentlich wieder an Punkte. Drei Duelle, das kriegen wir heute hin. Und Versteckkämpfe, je nach Glück. Gut, wir haben jetzt noch hier Motivationseinheiten übrig. Wir haben hier noch Energie, Motivationseinheiten und. Oh, sind wir fertig mit dem Ding? Cool. Energie, 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 Energie. Super. Ja, 100 Punkte bei Schurkenangriff. Gut, wenn der Schurke besiegt würde, kriegen wir nochmal 5 Punkte drauf. Und pro jeden Angriff, den man auf den Schurken ausübt, also jedes Mal die Mission gestartet hat zum Angriff, sind es ein Punkt. Das heißt, Minimum sind 6, wenn wir den Schurken schaffen. Frage ist nur, wann kommen immer die regulären Schurken, also die sowieso eigentlich mal sporadisch kommen, was nicht häufig ist, nur so nebenbei. Die sind nämlich, glaube ich, auch nicht mit festen Zeiten oder so bestückt. Ja. Zurzeit heißt es weiter Donuts sammeln. Ich möchte nämlich gerne hier das alles hier fertig ausbauen. Das wäre echt nice. Ja, ich benutze die nicht so oft, aber wenn ich die benutze, dann benutze ich die aber wirklich viel. Vor allem, wenn ich noch ein bisschen Energie am Abend übrig hätte, dann und ich Zeit habe zu spielen. Okay, aber ansonsten haben wir eigentlich alles, ne? Updates ansonsten gab es nicht vom Spiel. Das gab es in dem letzten oder vorletzten Video ja schon. Ja. Eigentlich heißt es jetzt nur noch wieder anfangen mit Sammeln, ne? Kann ich schon wieder die Bankfächer hier, die alle leer sind, komplett voll machen. Das hier wird auch schon langsam leerer wieder. 32 besser, aber Kraft. Minus 447. Das ist nicht gut. So. Den Föhn mal verkaufen brauchen wir nicht. Bah. Braucht ihr heutzutage einen Föhn? Seid ihr verrückt? So viel Strom. Gefährlich, teure Sachen zu benutzen. Ja, ich würde sagen, wir haben es. Oder? Ja, ich denke mal, wir haben es. Also, passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn ihr noch nicht habt, gerne mal ein Like und ein Däumchen und nochmal einen Klick auf den Abo-Button. Ein Like und ein Däumchen.
Ja, doppelt hält besser oder so ähnlich, ne? Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.